Klein nährt das Eichhörnchen sich, oder wie so ist. Ich glaube, du holst schon mal so einen Feuerstein. Hab ich. Das ist okay. Ich denke, hier kannst du eine Sprengung bauen. Oder ich habe nicht mehr viel AP. Ich fürchte, ich würde mich dabei umbringen. Dann mache ich's. Ja, meinst du? Hm. Oh, cool. Sprengung. Alle drei. Das war's dann mit dem Spiel. Mit dem Goldvorkommen. Da kommen sie nicht mehr raus. Komm, ist das meine Schuld? Es gibt das, weil du mir das Wasser geschippt hast. Du hast ja da rausgetrieben. Das stimmt so nicht. Das war. Da ist ja kaum was da durchgekommen. So. Ist sie umgebracht? Nö. Nee. Hi. So, an das kann man wohl nur von oben ran. Die kann ich springen. Nein. So. Ich befolge jetzt doch deinen Plan und mach's hier ein bisschen gerade und nur ein bisschen. Das ist, glaube ich, Schnee, der hier die ganze Zeit schmilzt, deshalb wird es immer mehr. Siehst du, was Scoobys Abflusssystem nämlich genial. Entscheidend ist, dass man hier was wegspringt. Verschwende keine Sprengstoff, solange wir keine Einnahmequelle haben. So, von der geraden Fläche dürfen wir so wenig wie möglich verschwenden. Das stimmt. So, deswegen würde ich sagen, graben wir uns von hier aus rein. Der erste Schacht. Meinst du, Kohle bringt viel? Keine Ahnung. Wir brauchen Kohle vielleicht noch, um selbst die Ressourcen herzustellen. Wahrscheinlich kommt uns das günstiger. Stimmt, ja. So viel Geld wird man hier auf der Map gar nicht haben, um es alles zu kaufen. Ja. Können wir da nämlich auch später Eisen abbauen, also beschädige dann nicht zu viel. Ob das Eisen da liegt, ist so ungeschickt. Weil es sieht nur so aus. Voll Sprengstoff, kann man immer sichern. Eiskohle. Schön, wann du mich das da hast. So. Jetzt. Weil ich habe auch noch einen. Wie viel habe ich noch genommen? Nein. Oh nein, ach. Sie, warum hast du uns verlassen? Ich will es gar nicht wissen. Sie, bevor. Ja, spawn, bevor ich das Gold abgebe. Spawn. Ich muss den Vögeln ausweichen. Sind zu viele. Ah, ein Vogel. Was braucht man für eine Hütte? Ach, wir müssen Hütten bauen, nicht Holzhütten, ne? Okay. Okay, da brauchen wir nur Holz und Steine für. Jo, pass auf. Du hackst Holz, ich hol ein paar Steine an. Kannst du einfach so Holz hacken eigentlich, oder brauchst du da irgendwas? Ich weiß nicht, ich glaube, man braucht ein Sägewerk. Wie ein Vogel im Schacht. Wir lassen erstmal die Bäume ein bisschen wachsen, nicht, dass sie sich nicht mehr vermehren. So. Da oben ist super viel Eisen. Wie kommt man da ran?
Kann man irgendwie so schießen? Don't think so. Okay, bestimmt so ein Luftschiff fahren. Tja, so, müssen wir mal rekapitulieren, welche Ressourcen wir hier eigentlich zur Verfügung haben. Kein Problem, Cole. Wenn der Vogel stirbt, wird der Sauerstoff knapp im Schaf. Ich kenn das. Das kann ich den Stein noch retten. Ich hab das Gefühl, sie werden schon kleiner, Scree. Meinst du, verhungern? So, der Trick ist da. Ich guck mal, was für Ressourcen wir insgesamt brauchen. Wie nennt er links? Okay, ich schreib das mal auf. Ja, jo, mach das. Wir wollen 6 Hütten. Das sind 18 Holz. Ach, ICQ. CC. Nur weil jemand angekommen ist. Oh, Dude. Ich bin online. Wir spielen online. So, und 30 mal Stein, das ist ja kein Problem. So, dann brauchen wir noch 2 Wachtürme. Die bauen auch nur Holz und Stein. Nice. Und Schloss. Wow, das braucht 5 Eisen. Okay. Ich glaube, wir brauchen ein Sägewerk, 2 Eisen, 6 Holz. Eine Werkstatt bauen wir nicht. Aber ein Windrad für das Sägewerk zum Versorgen. Mhm. Gucken, was man alles kaufen kann. Man kann Pfeile kaufen, lol. Die Vögel kaputt zu machen, scheinbar. Sprengpfeil. Ha! Damit kann man da oben hochschießen. Da muss ich aber erst Armbrust und Bogen für kommen. Oder eins von beiden, Kohle. Flüssiggranit. So, Schießpulver. Man kann 5 Eisen und 10 Holz hier kaufen, okay. Kriegen wir kein Gold zusammen? Doch, schaffen wir ja schon. Hier, auf dem Grund, ein bisschen Gold. Und in unserer Goldmine liegt auch noch scheiß viel Gold. In unserer Goldmine. Vielleicht kannst du den Vogel überzeugen, dich in Ruhe zu lassen. Ich glaube, der tut gar nichts. Weg. Wenn wir da oben erstmal eine Hütte haben, dann können wir die als Hauptquartier nehmen, ja. Und dann Fahrstuhl bauen. So, außen. Awesome. So. So, was brauchen wir jetzt genau für die Hütte? Wo sieht man das? Ah ja. Ich denke, wir sollen als erstes in ein Sägewerk investieren. Wo ist denn das Sägewerk? Ah ja. Da machen wir mal ein Kraftwerk, deshalb müssen wir erst ein bisschen sparen, damit wir jeder so einen Ersatzkandidaten haben. Ja. Mal gucken, ob ich hier runter schwimmen kann. Riskiert das nicht, mach nee, lieber beim Vogel hier erstmal. Bis jetzt habe ich keinen Schaden gekriegt. Kann hier auch Taucheranzüge kaufen werden? Gibt's, glaube ich wirklich. Nice. Warte, ich schieb das hoch. Okay, au, au. Au, au, au. Ist nur die richtige Wurftechnik für den Kugel. Oh, Scheiß. Hallo? Mhm. Sie nicht vom Vogel beißen, Scree. Dem.
Nein, nicht Grabengewehr. Ja, manchmal muss man auch Busch mit der Hand schuften. Gold zu tragen. Du trägst, was du aufnimmst, sagt man ja auch. Ja, das stimmt. Ich glaube, hier werfen wir lieber nichts. Das geht sonst nur schief. Es ist Nacht, es ist Nacht, jetzt wer hätte es gedacht. Ich kaufe mir jetzt mal einen Ersatzmensch, der das schon mal gesaved. So, Goldklumpen bitte ins Haus. Klumpen, es funktioniert! Sie arbeiten! Du hast 10 gekriegt. Man kann ja diese Befehle geben. Ja. Minions! Wie gibt man Befehle? Mit welchen Tasten? Mit der Maus.